Moin Moin, ihr 20 Zoll Akrobaten. Eine neue Folge der Sportimport Werkstatt steht an und diesmal nehmen wir uns das Thema Gabeln vor. Natürlich keine S-Gabeln, sondern BMX-Gabeln. Und am Beispiel einer vorliegenden Gabel hier werden wir herausfinden, was die gängigen Features heutzutage sind und worauf man achten sollte und könnte beim Kauf einer neuen Gabel. Ja, was ist schon eine BMX-Gabel? Außer dass die vorne durchs Steuerrohr gesteckt wird, durch Lager geführt wird, euer Vorderrad da drin steckt, sowie euer Vorbau dran befestigt wird. Vorliegend habe ich hier die Volume-Gabel Anchor Fork heißt die. Mal sehen, was da so auf dem Karton an Features steht. Wie auch viele andere Gabeln besteht auch diese aus 100% hitzebehandeltem 4130 Chromoly. Das ist der Stahl, aus dem auch viele andere hochwertige BMX-Teile gefertigt werden und durch die Hitzebehandlung wird das Material gehärtet und macht die Gabel so besonders widerstandsfähig. So, weiter. Unsere Gabel hat 6 mm dicke, gegossene Ausfallenden mit einem Vorlauf von 28 mm. Die Ausfallenden sind die Aufnahme für unser Vorderrad. Recht viele Firmen bieten mittlerweile Gabeln mit hohlen, gegossenen Ausfallenden an. Das sieht etwas sauberer aus und außerdem sind diese Ausfallenden angeblich stabiler und leichter. Es gibt aber auch sehr gute Gabeln auf dem Markt mit klassisch angeschweißten, nicht gegossenen Ausfallenden. Die hohlen, gegossenen Ausfallenden von dieser Gabel sind auf jeden Fall 6 mm breit. Nicht gegossene, normal angeschweißte sind in der Regel dünner. Der Vorlauf der Gabel ist mit 28 mm angegeben. Vorlauf oder auch Offset genannt, bezeichnet den Abstand der Lenkdrehachse bis zum Vorderradmittelpunkt. Je größer das Ausfallenden-Offset, desto länger der Radstand. Kurzes Offset, zum Beispiel zum Streetfahren für mehr Agilität. Längeres Offset bringt mehr Trägheit, gut zum Fliegen, wie beim Trailsfahren. Der nächste Punkt beschreibt, dass der einteilig gefertigte Gabelschaft eine eingebaute Aufnahme für den Steuersatz hat. Das ist heutzutage ziemlicher Standard. Hier sieht man, wo das Lager vom Steuersatz aufliegt. Gabelschafte werden im Drehverfahren hergestellt. Oben eingeschnitten ist das Gewinde für den Gabelbolzen oder Topbolt. Unter der Lageraufnahme hat der Gabelschaft einen dickeren Absatz, an dem er mit den Gabelholmen verschweißt ist. Dann steht hier als nächster Punkt, dass die Gabelholme weiter auseinander stehen, damit auch breite Reifen in die Gabel passen. Es ist ziemlich im Trend, dicke Reifen zu fahren. Da braucht man natürlich auch eine Gabel, die weit genug ist, damit der Reifen nicht schleift. Und zuletzt steht hier noch, dass der Gabelbolzen oder auch Topbolt genannt, der aus Aluminium besteht, auch im Lieferumfang dabei ist. Das ist aber eigentlich immer so. Der Gabelbolzen wird oben in den Gabelschaft eingeschraubt und sorgt am Ende dafür, dass Vorbau, Rahmen, Steuersatz und Gabel fest zusammensitzen und kein Spiel besteht. Wenn ihr eure neue Gabel einbaut, dann einfach ein Steuerlager auf die Gabel stecken, die Gabel von unten durch das Steuerrohr des Rahmens führen, dann von oben das zweite Steuerlager einlegen, Staubkappe und vielleicht Spacer drauf, Vorbau aufsetzen, Topbolt festziehen, Vorbauschrauben fest und fertig. So viel zum Crashkurs rund um die BMX-Gabel. BMX-Räder sind simpel und machen Spaß, trotzdem gibt es eine Menge zu wissen. Für mehr Werkstatt- und Produktvideos, Tricktipps in unserer Sportimport-Fahrschule oder Videos unserer Teamfahrer, checkt unsere Kanäle auf YouTube, Instagram und Facebook sowie unsere Website www.sibmx.de. Reingehauen, bis zum nächsten Mal.